Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Megamine. Mit endlich wieder dieser geil pornösen Stimme, die jedes Mal denselben Spruch bringt zum Anfang. Die Tür geht nicht auf, die geht nicht zu. Ich krieg die Tür nicht auf. Ich glaube, ich krieg die Tür nicht zu. Dark Aiden. Okay, Andy, du musst diesen Tunnel umbauen. Was für ein Tunnel? Dein Runterkletter-Tunnel in deinen Keller. Der ist geil. Ja, aber den musst du mit Farben, so damit so diesen Stargate-Feeling kriegt, noch umbauen mit Licht und allem wie Pöbipopo. Und dann kriegt man die Augen zum Krebse und stirbt. Qualvoll. Ende. Ich habe Glasboden, das ist schon richtig cool. Ja. Ich habe eine Panorama-View. Ich suche jetzt einfach alles durch und hoffe, ich finde was. Ich nehme mir die mal, ne? Ich baue jetzt den Tunnel. Shatti? Jo. Oh nein, jetzt, ach komm doch, jetzt nicht überall. Ach komm. Hast du ihn gebibbt? Ich warte immer noch auf eine Gegenantwort. Auf eine Frage oder so, würde ich warten. Hast du vielleicht Bock, meinen Baum weiterzubauen? Er möchte schöne Äste. Er sieht so korpulent, so ein bisschen dick aus, der Baum. Und das sieht einfach unförmig aus. Genau, mein Baum ist unproportional dick. Das ist ein großes Baumproblem. Das hat fast jeder Baum. Und ich habe vielleicht gedacht, dass du vielleicht ein bisschen Bock hast, mit deiner Hand da ein bisschen dran rumzuspielen, dass er auch lang wird. Weißt du? Ja, aber nein. Erstmal möchte ich meinen Baum hier vernünftig stimulieren. Kein Mensch interessiert sich für deinen Baum. Aber mein Baum möchte dennoch stimuliert werden. Oh Gott, ihr Leute. Aber meiner ist dicker. Dafür ist meiner größer. Und unförmig. Ja. Abstrakt, würde ich das nennen. Ja. Abstrakt. Abstrakte Kunst. Ich würde mich mal freuen, wenn Daisy mal wieder zu uns stößt. Das hatte ich doch vorhin erst angesprochen. Was? Wie? Oh. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wann? Du hast gesprochen. Es spricht. Ihr könnt reden. Wer hat dir erlaubt zu sprechen? Ich wusste gar nicht, dass ihr reden könnt. Ah. Wie groß ist eigentlich dein Baum? Dann fange ich da schon mal an. Ach, da habe ich die Fackel dran gesetzt, ne? Meiner ist meine. Meiner ist der mit dem Loch in der Mitte. Aber du müsstest, wir müssten da irgendwie noch so eine kleine Brücke von deinem Baum hinbauen. Ja, aber irgendwie so, dass es nicht so auffällt, weißt du? Soll ja geheim sein. Mit Blättern. Ja, zum Beispiel, wir bauen das einfach so dicht, dass man da einfach drüber klettern kann. Ja, und die ganzen Zombies und die anderen Scheißviecher, die dann... Ach, kein Mensch interessiert sich für Zombies. Und andere Scheißviecher. Die sind scheiße. Andere Scheißviecher. Eigentlich müsste ich ja irgendwie erstmal zu Errols Baum kommen. Oder wir machen einen... Oh. Einen Kreis. Mein Baum ist höher als deiner, weil er auf Dreck steht. Welcher ist denn dein Baum überhaupt? Ja. Ach, das ist da... Oh, das da vorne ist... Oh. Das kleine Dicke ist von Andi. Das kleine Dicke. Ja, so werde ich öfters genannt. Jetzt hört doch auf damit. Sollst du nicht mal was professionell trinken? Ja, hier wurde einer erschossen. Gut. Ah, tot. Also ich irgendwie, das ist ganz komisch hier. Manchmal hört man hier einfach Schüsse. Ich habe mich selbst ausgesperrt. Bei uns auch. Verdammt. Ich habe mich selber ausgesperrt. Ja, ich sehe und ich kann dich ganz gut beobachten, denn ich habe eine Naht an Licht. Oh, da. Uni-Content nur auf meinem Kanal. Terrorelite Man LP. Aber ist doch auf meinem Kanal. Nein. Aber ich bin der zweitkleinste hier. Ja und? Da ist eine Kuh in unserem... Ich bin der kleine Dicke, hallo? Jeder mag den kleinen Dicken. Nein, den kleinen Dicken Hans mag niemand. Eine Kuh ist freiwillig in unseren Keller gegangen. Freiwillig, hallo. Sie sucht nach ihrer Freundin Bessie. Die wird sie nicht mehr finden, die ist bestimmt schon tot. Die habe ich schon gegrillt. Ja, ungefähr so. Lalalalalala. Wisst ihr eigentlich, dass ich überhaupt nicht gut in gerade
Rundbauen bin, ich denke mal, ach ja, so ein wunderschöner, runder, wie heißt das Ding nochmal? Leuchtturm, ja, oder so eine schöne Burg mit einem schönen runden Zinn. Und dann wird das eckig. Könnte an den Klötzchen liegen. Ja, aber eckige Klötzchen könnte auch irgendwann eine runde Form kriegen. Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Nein, wenn du dann, weiß ich, wo du bist. Wenn du mehrere Minuten versuchst, das rund zu bauen und dann eckiger. Und dann einfach auf Paint nachschaust, wie man einen Pixelkreis macht. Ich habe extra Paint einmal nur gestartet, dafür zu wissen, wie man einen Pixelkreis macht. Was? Ich habe mich so ein bisschen besiegt gefühlt. Aber du musst dir doch eigentlich die Bäume angucken. Und bei Paint. Und bei Paint. Also die Dschungelbäume von oben. Ja, aber Baum ist erwachsen. Ich meine, Paint perfekt rund. Ja, Paint perfekt, das ist... Du fühlst dich danach... Ein ganz kleiner Kreis in Paint perfekt rund ist 4 Klötzchen. Fertig. Badam, badam, badam. Du fühlst dich zwar dreckig, nachdem du Paint dafür genutzt hast, aber... Ja, besser als Photoshop. Rückblickend war es dann wert. Weil Photoshop ja schwieriger ist. Ich sehe eine Lagune. Ich sehe das Meer, das abgeschnitten ist. Ich habe keinen Photoshop mehr und ich habe keinen Bock, es mir wieder runterzuladen, deswegen benutze ich jetzt wieder GIMP. GIMP geht eigentlich auch in Ordnung. Ja, aber ich habe bei Photoshop festgestellt, dass es einfach besser zu bedienen. Das mag stimmen, aber ich benutze seit Zeitengedenken GIMP und deswegen weiß ich nicht, wie sich Photoshop anfühlt. GIMP gibt manchmal so ein Bläh. Ja, GIMP ist manchmal so unintuitiv. Also ich habe ja was Cooles, ich hoffe, ich überlebe. Das ist eine Kuh. Alter, du bist so ein Mädchen. Ich sag ja, eine Kuh ist freiwillig in unseren Garten gegangen. Du hättest dich auch erschrocken, wenn auf einmal eine Kuh vor deinem Gesicht steht, die davor nicht war. Mach dir doof, ich muss rein. Ich hab Angst. Du hast meine Tür genommen. Gib meine Tür wieder. Der Server laggt. Ja, tut er. Und das bringt mich gerade um. Da ist die Tür. Der Server laggt. Jetzt ist bestimmt wieder Paya und so am... Hallo? Nee, nur so. Wir. Der Paya hat sich bestimmt ausgeblendet, weil er wieder Diamanten versteckt muss in seinem Keller. Geh da weg, Zombie, ich will eine Tür einbauen. Schau mal. Ich hasse Krabbel. Das krabbelt mich da an, doch. Immer auf den Kopf ziehen, das haben wir doch in jedem Zombie-Film gelernt. Ich habe nur noch eine Spitzhacke. Wo war nochmal mein Keller? Nein, also der Eingang, ich habe ja den Strand untermauert. Solange du weißt, wo der Herd ist, ist okay. Ich habe ja den Strand untermauert und dann habe ich so einen ganz kleinen Strandlandabbaukeller gebastelt hier in der Nähe irgendwo. Andi Elzholz Mini-Strand. Ja, nur für dich, Andi. Bei mir hängt gerade Minecraft. Ah, Minecraft hängt nicht mehr. Minecraft laggt nur noch. Perfekt. Oh, perfekt. Sag mal, Schatten, kannst du mir vielleicht eine Trapdoor bauen? Wer schießt auf mich? Oh, ich habe das falsche Glas jetzt unten. Komm weiter, ja, komm. Komm, du Schnuckel. Na, komm her, Schnuckelchen. Ja, komm. Hier, Schatti. Habe ich schon erwähnt, dass ich in meinen Videos, weil ich ja immer die Zwischenszenen habe, dass ich hinter die Videos immer noch so Outtakes hinterschneide. Outtakes? Was für Outtakes? Ach, nur von uns, von dir. Nur von uns, von nur dir. Nur von dir. Ich bin ein Outtake. Ja! Warte, was wollte ich nochmal machen? Warte, du schneidest wirklich Outtakes am Ende deine Videos nochmal rein? Ja, so wenn dazwischen mal irgendwie so eine lustige Szene war oder so, das hat super funktioniert bei der letzten Session, wo wir zu dritt waren. Jetzt hat er Angst, das hast du Angst gemacht. Du musst mir aufpassen, dass er nicht abhaut. Und das Gute ist hier immer dein Countdown, ne? Weißt du hier, dein 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen mal. Hey, Minecraft, mega, mein, lalalala. Weißt du? Das 3, 2, 1 runterzählen habe ich jedes Mal vor die Folge geschnitten.
Bam, badum, bam. Weißt du, das heißt, jetzt fängt jede Folge an, wenn du das du runterzählst, 3, 2, 1, ne? Und dann kommt hier übergeschnitten dann noch hier dieses Minecraft-Logo oder dieses, weißt du, was er da gemacht hat als Vorspann? Ja. Da habe ich halt das schwarz ausgeblendet und das kommt dann noch so ein bisschen drüber. 3, 2, 1, wusch. Herzlich willkommen zu Minecraft Megamind. Nein, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Megamind. Ach so. Wir playen das doch nicht, wir spielen das doch nur. Weiß ich, ich find's gerade echt genial, dass ich zum Outtake werde. Du bist der Outtake. Du hast in meinem Leben schon... Jetzt wird er weinen und das können wir nicht kompensieren. Unique Content auf meinem Kanal. Schattenborn weint. Beschlagen, was meins. Oh, ich bin gleich durch, ich bin gleich durch, ich hab's gleich hinter mir. Ich habe das Gefühl, du wirst ganz oft reinschneiden, wie ich anfange, wie ein Mädchen zu schreien. Oh ja, nee, das ist ja schon... Oh, ja. Ja, genau, das ist ja schon in der normalen... Das ist normal. Aber das kommt danach als Outro. 3, 2, 1, 2, 1, 1, ich komme hier nicht mehr raus. Wunderbar. Help, I don't know how to get out of a coal. Ich habe meinen Tunnel fertig. Was ist das? Das ist Jungle Wood Plank. Kann ich? Oh, das funktioniert Minecraft. Ich bin stolz auf dich. Das macht mich traurig, dass ich deswegen auf dich stolz bin. Aber ich baue eine Trapdoor ab. Oh, ich hab's geschafft. Wir sind alle wahnsinnig stolz auf dich. Was war das? Die Existenz deines Daseins hat sich... Was war was? Warum seid ihr so leise geworden? Was? Ihr seid leise geworden? Warte, ich kann ja mein Mikro wieder hochstellen. Ah, so. Boah, Alter, Gott sei Dank, dass das Mikro nicht mehr so laut war, wo du geschrien hast, wie so ein Kind. Also, Wie ein Mädchen, bitte. Wie ein falls Mädchen. Falls ihr Sand braucht für Glas, gut, ne, obwohl wir eigentlich genug haben, hier neben einem Baum... Oh, wir sind im Dschungel. Oh, neben dem Baum. Oh. Neben dem Baum mit der Fackel. Oh, ja, neben dem Baum mit der Fackel. Ja, genau. Baum, Fackel. Mit dem Fackelgurt. Oh ja, neben dem Baum mit dem Fackelgurt. Ich weiß nicht mal, was ich meine, oder? Nein. Ich schaue einfach nur in Richtung der Ferne und sehe da schon wieder ganz, ganz viele Fackeln. Ja, da ist eine Trapdoor. Die führt in ein Loch. Sie hat Loch gesagt. Für einen voll Raum, Idioten, ey. In der Nähe von Schattenborns Haus. Weil ich da sie hat ausgesagt. Und da könnt ihr Sand abbauen. Den ganzen Strand. Ja, viel Spaß. Und das ist ziemlich kacke, wieder hochzukommen. Also ihr müsst diesen Trick nutzen, damit ihr da auf die Trapdoor geht und dann die Trapdoor zumacht und dann teleportiert ihr euch nach oben. Ich bin unzufrieden mit meinem Haus, weil ich mein Dach noch nicht... Wow! Dude, watch out! What are you doing? Ey, jetzt habe ich einen dicken Baum, aber jetzt habe keine Ahnung, was ich drauf bauen soll. Ja, ich hab dicke Sachen. Das wissen halt Männer nur, ne? Nein, schon wieder Wasser! Mein Freund Nasa, hast du noch irgendwie ein paar Cobblestones oder so? Ich? Nee, du. Ja. Nasa? Freund Nase. Wir haben, weißt du, was das Wertvollste bei uns gerade ist? Cobblestone. So ein bisschen, ja. Ich brauche auch noch Cobblestone, ganz viel, ne? Also der Strand ist noch nicht komplett fertig, deswegen... Also ich habe eine halbe Truhe voll. Also die Hälfte gehört zum Strand, sag ich jetzt schon mal so. Oh, ich glaube... Ach, so wenig? Ich dachte, du hättest jetzt die ganze Kiste leer geräumt. Nee, dafür habe ich nicht genug Inventarplatz. Ich bin so ein Inventarmessi, das ist schrecklich. Ich bin voll der Inventarstar. Oh, weil Messi und so. Keine Angst, meine Witze sind schlechter. You can only sleep at night, you can only sleep at night, you can only sleep at night. Ah, das kenne ich schon. Tolles Lied, ne? Ich stell mir gerade vor, wie irgendeine Band vor 500 Leuten steht und so. You can only sleep at night! Nein, you can only sleep at night, you can only live at night. So ungefähr muss es dann klingen. Das habe ich. Ach, jetzt weiß ich wieder, das habe ich schon gemacht, als ich damals mit dem Nerd Rage aufgenommen habe. Wer ist Nerd Rage? Cyrus.
Wer ist Nerd Edge? Das war, glaube ich, mit der erste, mit dem ich ein Multiplayer Let's Play gemacht habe. Warum steht hier eine fucking Scheiße? Das heißt, er hat dich entjungfert, was Multiplayer LPs angeht. Ja. Oh. Er war auch schon älter. Oh, das ist. Er wusste also, was abgeht. Fuck. Naja, das kannst du auch machen. Damit habe ich kein Problem. Ich habe gerade was abgebaut und konnte nicht mit. Also ich bin jetzt bei 2 Stunden 18 Minuten. Ich würde gerne jetzt mal die Aufnahme beenden. Ich habe aber erst 15. Ich habe auch erst 15. Also ich kletter jetzt einfach nochmal auf meinen dicken Baum und dann... Und ich springe jetzt von meinem Baum und... Achso, nee, warte, ich kann noch mein Inventar ausgedünsen. Oh. Ich glaube, ich wusste nicht, dass dich das so... Aber okay. Ich liebe es, ja. Boah, das ist super. Während ich die Leiter runtergleite, kann ich essen. Weißt du was, wenn ich runtergehe, kann ich nicht essen. Maus! Die arme Maus, was hast du sie jetzt angepustet? Da war ein Katzenhaar dazwischen. Warte, du hast eine Maus angepustet, die gerade von der Katze entkommen ist? Nein, da waren Haare zwischen. Nein, ich habe die Maus angepustet, die Katze gefangen hat und mir vor die Füße geschmissen hat. Lebst du? Lebst du doch? Leb wieder. Ich habe sie wieder beatmet. Was war das denn für Pusten? Das war ja arm. Ich bin ja auch krank. Lieber arm dran als arm ab. Alter. Oh Mann. Das ist lustig. Ich glaube, unser Niveau geht schon wieder. Hast du gerade Niveau gesagt? Ja, unser Niveau kämen wir auch schon. Ja, aber erst seit der Schatten da ist, merkst du? Ja. Merkst du? Ist schuld. Echt mal, was fällt euch ein, mein Niveau so runterzuziehen? Schuld. Schuld. Schuld, ey. Da ich bin voll sorry dafür, Alter. Sure. Ich freue mich schon, wenn ich husten darf. Du hast so erotische Stimme. Der Imperator wurde... Das nennt man ja auch Vibrator, wenn man die Stimme so vibriert. Ach so. Der erste Vibrator wurde von einem Arzt erfunden. Er hat hyperventiliert und nannte es Vibrator. Deine Stimme vibriert so stark. Was war das? Oh Gott, ich kann echt nicht mehr. Das ist viel zu blöd mit euch eigentlich, aber auch viel zu gut. Mag uns nicht. Jolla, jolla! Andi, er mag uns nicht. Ja, ich kann nicht verstehen. Es liegt an dir. Warum habe ich Zaun in meinem Inventar? Ich habe jetzt erstmal 2 Eimer Wasser geholt. Die schütte ich dir gleich erstmal ins Gesicht. Nein, du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Ist mir egal. Muss ich auch gar nicht. Doch, ich weiß, wo du wohnst. In einem Baum. Auf den langen, hohen Baum. Der 2-mal länger ist als deiner. Vielleicht, ich hab's nicht nachgemessen. Also wenn du schon einen Vergleich starten willst, dann musst du auch nachmessen hier. Ich kann ja nur was anderes vergleichen, was du nicht, doch, was nicht, du auch hast. Nicht einfach wild behaupten. Au, ich bin irgendwo runtergefallen. Ich muss jetzt erstmal neu anpflanzen hier, den Teich. Wieso pflanzt du einen Teich an? Damit er wachsen kann? Ich bin gerade zu inkompetent, eine Stufe richtig rumzusetzen. Ah, ich wollte ja was machen. Oh je. Da kommt Wasser. Es war so anstrengend, die zu sammeln, aber hey, man... Habt ihr, für die Brücke... Nein. Nein. Tropenholz benutzt? Nein. Ja. Okay. Bist du inkonsequent? Nein! Das heißt ja. Master. Oh, Master. Oh, ja. Master your enemy. Master yourself.
Wie komme ich denn dahin? Yay, ich habe so viel an meinem Haus gemacht, das ist nun schon fast fertig. Nicht. Also das untere bitte noch schöner machen. Wie das untere noch? Auf jeden Fall den Keller, ich verwirre mich da immer. Ach so, mein Keller. Wieso gehst du durch meinen Keller nach Hause? Wenn Zombies da sind, ich den kürzesten Weg. Ja. Ich mache jetzt die Folge sogar in Überlänge und einfach nur, weil... Oh nein, jetzt hört auf mit Überlänge. Ich bin bei 2 Stunden 23. Also wenn ich du nur bei 2 Minuten... 20 Minuten 24, 33. Wenn du nur bei 2 Minuten wärst, dann würde ich mir echt Sorgen machen wegen dem Aufnahmeprogramm. Ich habe 3 Minuten 1. Hochstunde. Gleich Bruch. Oh. Was labert du? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Nein. Junge? Okay. Deswegen bin ich dumm. Aus diesem Grund bin ich dumm. Ja, das war ein schwerer Zug, mich dumm zu halten, aber ich habe es dann doch geschafft. Errol, YouTuberin, ist stolz darauf, dumm zu sein. Ja. Wie macht man eine Druckplatte? Zwei Clean Stones nebeneinander. Dann, was? Ein Brettchen und ein Plättchen und ein Pupselchen. In einem Pressure Blade. Jo. Super, genau so wollte ich das haben. So. So, meine Damen und Herren. Klick. I'm so feige. Wolltest du jetzt sagen fucking proud oder was dumm? Bist du? Doomed. Brat schneller, mein Stein! So. Marmor, Stein und Eisenbrei. Guck mal, ich hab mein Haus gebaut. Ich hab mein Haus. Weißt du, kannst du deinen Namen auch noch tanzen? Nee. Dazu bin ich zu dumm. Ja, hat jemand gesagt, dass das I der, der Gruß ist, wenn man bei seinem Namen tanzt? Der wer? Das I ist der Gruß. Verstehe ich jetzt der nicht. Der deutsche Gruß, der von einem Österreicher eingeführt wurde. Warum das I? Ich weiß nicht, warum das schon, I. Wir haben vorhin schon viel darüber gesprochen. Ja. Ich bin zu blöd, ich komme hier nicht. Schatten, ich komme nicht nach unten. Wo kommst du nicht nach unten? Von einem Baum oder wie? Ich schaffe es immer runter. Guck mal, wo ich bin. Ich will gerade zu dir bauen. Alter! Oh, das Ei kommt. Damit wieder. Bin ich in der falschen Au. Etage, um da hinzuschauen. Ich hab mich selbst mit dem Ei getroffen. Ich komme nicht runter. Ich kann nicht runterbauen. Warte, wo sind meine Controls? Wo sind meine Controls? Nicht runterbauen. Ich will runterbauen. Lass mich runterbauen. Warum ist hier eine Fackel? Wait, what? Habe ich keinen Optifine drauf? Du. Oh, ich habe keinen Optifine drauf. Ich kann dich gar nicht anzoomen. So, du bist nicht scharf genug, damit ich dich anzoomen kann. Das ist der wahre Grund. Findest du das jetzt lustig? Nein, ich wusste. Schatten, hilf mir. Ich will zu deinem fucking Baum. Wieso willst du zu meinem fucking Baum? Ja, weil ich möchte zu den anderen beiden Bäumen, die eine Treppe haben. Wie konnte man in Minecraft nochmal, runterbauen? Keine Ahnung. Nein, wenn man jetzt Treppen oder sowas machen möchte, also im Crafting-Menü, alle Steine so gesehen verbrauchen. Beziehungsweise, aufteilen. Mit rechts! Rechts klicken. Nicht, splitten. Shift reinklicken. Shift? Hatte gerade nicht funktioniert, deswegen. Hat da einer Shift gesagt? Hast du gerade geschifft? Sie hat geschifft gesagt. Ihr scheiß Mongos. Die alle shift. Scheißt mehr, weniger schiffen. Ja, Pipi ist wichtig. Weniger schiffen. Was für eine Scheiße geht hier eigentlich ab? Keine Pfeife, wir pfiffen alle. Okay. Oh, Andi, hallo.
Gott, Stone möchte nie fertig gebrannt sein. Das ist schrecklich. Dann brauchst du zu mir. Nein. Warum nicht? Er hasst dich. Ja. Bin ich zu hoch. Ich wollte es nicht so direkt sagen, aber. So. Ah, super. Jetzt komme ich wenigstens aus meinem Baum auch irgendwo hin. Ich beobachte Andi, der in seinem Baum verschwindet. Ich muss scheiße, wo ist meine Axt? Du musst scheißen, deine Axt, okay. Also ich springe jetzt todesmutig nach unten, weil ich Dreck baue. Das ist Sand, schwarz. Oder braun, wenn du es so willst. Und warum heißt das dann Dirt? Weil Dirt es gefunden hat. Wo ist eigentlich dein Aufgang zum Baum? Was zum Geil ist da? Was machst du da? Nee, das ist nur irgendeine große Höhle bei dir. Ich will so runterbauen. Dafür brauche ich Treppenstufen. Wie komme ich denn Baum hoch? Wo ist der Aufgang dafür? Hier rechts, links. Was? Mein Baum? Aus deinem Keller hinaus möchte ich deinen Baum hoch. Da musst du eine Treppe finden. Yes. Dazu musst du 4 knifflige Rätsel lösen. Eins tödlicher wie das andere. Und dazu eine Treppe finden. Ja, jetzt. Aua. Okay, nein, lassen wir das. Ich gehe einfach wieder durch den Keller raus. Das geht jetzt schneller. Würde ich nicht machen, das ist Skelett. Hier, jetzt. Warte, da ist die Leiter, da ist die Leiter, da ist die Leiter, gefunden. Da ist die Leiter. Haha! Todesmutig. Ich habe die Schwertmeisterin besiegt. Du bist aber nicht Guybrush Threepwood. Denn hättest du eine Idee. Ich bin aber blond, also bin ich Guybrush. Aber du hast keine langen Haare, dass du kein Zopf machst und du hast kein Pirat. Und du bist kein mächtiger Pirat. Genau, und du hast keinen Todfeind, der Lechuk heißt. Auf, Lechuk. Meine Haare sind sogar eigentlich so lang, dass ich daraus wieder einen Zopf machen könnte. Zumindest so einen kleinen Pferdeschwanz. Da musst du dich leider in Lechuk umbenennen. Lechuk? Lechuk? Lechuk late. Gibt's hier einen Mythos? Hi, mein Name ist... Oh Gott, ich wollte dich umbringen! Kommen wir jetzt schon wieder her? Mit Shift... Okay, die haben einen Fehler in Minecraft. Mohen wir zu Rosenrot. Nur mal so. Ah, Shift links klickt, dann funktioniert's. Okay. Gott, du bist so unfähig. Bin ich auch. Wollen wir jetzt die Aufnahme jetzt beenden? Ich bin mal 2,5 Stunden, ich habe die Schnauze voll. Warte. Vielleicht auch die Festplatte bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wie ich... Wo geht's raus aus dem Scheißbunker hier? Wie färbe ich Glas um? Wo geht's raus aus dem Scheißbunker? Welcher Bunker bist du? Ja, bei dir. Wo geht's da raus? Da ist eine offene Truhe. Sag ich ja, ist unglaublich schwer zu finden. Hä? Wie bin ich nie hingekommen? Alter. Mann, ist doch scheiße. So, und in der nächsten Aufnahmesession, die bestimmt auch nur eine Folge lang sein wird, weil ich habe jetzt bestimmt schon 10 Folgen auf Lager. Das sieht seltsam aus, wenn aus einem Haus, das ganz stinknormal aussieht, ein Baum rauswächst. Du müsstest es so bauen wie bei, ich habe seinen Namen vergessen, aber wie bei Herr der Ringe, Hobbit, und der Typ mit dem Vogelkacker auf dem Kopf. Wer bist du? Ich bin der Typ mit der Vogelkacke auf dem Kopf. Er ist der braune Zauberer, er ist der Natur. Er ist der braune Zauberer, ja. Mit der Vogelkacke auf dem Kopf. Mit der braunen Power. Ja, und er hat total den coolen Schlitten, das ist so ein Rennschnitten für Huskies. Und da hat er Hasen vor. Only. Ich möchte es aber festhalten. Ein brauner Magier. Mit Vogelkacke auf dem Kopf. Mit einem magischen Kanickelpferdehunde-Husky-Schlitten. Ja, guckt euch The Hobbit an. Guckt euch The Hobbit an. Lord. Okay. Rettet mich von dem Baum. Ich bin die holde Rapunzel, aber ohne Haar. Kann ich Dschungelblätter haben? Nein. Das sind überhaupt nicht deine Haare. Die Fresse da hinten. Das ist auch nicht mein Baum, der gehört. Bartmann. Ja, Bartmann. Lazy. Mein Bartfreund. Okay, ich würde jetzt hier aber mein Part beenden wollen, das sind 30 Minuten.
An die 1. Ich hoffe. Was? Das sind 30 Minuten. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Jetzt, du könntest jetzt aber wirklich mal was Neues einfallen lassen. Ja, Let's Play Minecraft Mega Man. Mega Man. Ich weiß nicht, warum du keine Zuschauer hast. Hallo? Okay, nächstes Mal verkleiden wir uns alle als Mega Man. Bis dahin und tschüss.